Für sie geht es um die Zukunft. Denn den Frankfurter Neckermann-Beschäftigten soll es schon demnächst an den Kragen gehen. Insgesamt 1380 der bundesweit 2400 Vollzeitstellen will der ehemals erfolgreiche Versandhändler einsparen. Die weitaus meisten davon in der Frankfurter Zentrale. Konkret will der Konzern zum Jahresende den Eigenhandel mit Textilien sowie das Frankfurter Zentrallager komplett aufgeben. Und auch wenn man auf Seiten der Streikenden die nötigen Einsparungen nicht gänzlich in Frage stellt, für den Fall möglicher Entlassungen hat man konkrete Forderungen. Abfindungen für alle Kolleginnen und Kollegen, die demnächst von Neckermann entlassen werden. Und unsere Forderung ist auch, dass für die Kolleginnen und Kollegen eine Transfergesellschaft angeboten wird, weil sie auf den Arbeitsmarkt geworfen werden. Sie arbeiten teilweise 20, 30 Jahre hier und sie brauchen eine Qualifizierung, sie brauchen Unterstützung. Hauptproblem: Bislang ist man von Seiten der Neckermann-Geschäftsführung nicht bereit, entsprechende Abfindungen zu zahlen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte man erfolglos versucht, die Konzernleitung zum Umdenken zu bewegen. Dennoch ist die Stimmung unter den Streikenden weiterhin gut. Die Kampfbereitschaft ist sehr, sehr hoch. Man muss eher aufpassen, dass wir hier auch dämpfend einwirken, weil wir wollen ja ein Ziel erreichen und wir wollen ja Neckermann nicht schädigen, nicht kaputt streiken, sondern wir wollen ja für Abfindungen quasi uns einsetzen und deshalb streiken wir. Auf eines können die Neckermänner allerdings nicht zählen, auf Hilfe durchs Land. Bereits vor Wochen hatte Ministerpräsident Volker Bouffier erklärt, keine Hilfe durch Landesgelder zur Verfügung stellen zu wollen. Zahlreiche Landes- und Kommunalpolitiker zeigten sich durch die Unterzeichnung einer entsprechenden Resolution aber solidarisch mit den von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten. Zudem baut man auf die Unterstützung des neuen Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, der am Nachmittag zum Gespräch geladen hatte. Wir erwarten uns, dass wir über Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Es gibt ja hier eine hervorragende Logistik und diese Logistik, die könnte ja auch für andere Unternehmen tätig werden. Und vielleicht ist das ein Weg, um auch noch Arbeitsplätze zu retten. Und wir freuen uns auf dieses Gespräch, weil wir richtig merken, dass der Bürgermeister da auch uns unterstützt. Sollten positive Signale von Arbeitgeberseite weiterhin ausbleiben, seien unbefristete Streiks mehr als wahrscheinlich. So gab der Verdi-Bundesvorstand bereits sein grünes Licht, falls man auf Seiten des Konzerns weiterhin stur bleibe.